Hallo und willkommen hier wieder zu ein paar Yu-Gi-Oh! News und die Well-Read Rumors. Und da gibt's wieder eine neue Karte. Und zwar Well-Read Strain. Also, man weiß nicht, ob es wirklich so ist. Level 2, 500, Angriff, 2000 Verteidigung. Wenn diese Karte im Friedhof gesendet wird, man kann eine Well-Read-Karte in der Hand als Spezialbeschwörung, also nein, zeigen und dann diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Aber verbannt es, wenn es das Feld verlässt. Also auch nicht so schlecht. Und ein Velvet Monster, was mit dieser Karte, also was als Ritualbeschwörung beschwört wird, mit als Material mit dieser Karte, bekommt folgenden Effekt. Man kann okay, man kann den Effekt nur einmal pro Runde aktivieren. Okay, ja, ja. Nach der Schadenkalkulation, wenn diese Karte gegen ein Monster gekämpft hat, man kann eine Karte ziehen und dann wirft eine Karte ab. Okay, das ist ein bisschen Deckausdehnung, jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Dann Wendet Rollnon, eine normale Fernkarte, zeige ein Wendet Ritualmonster in der Hand vor, Spezialbeschwörer. Eine Nummer von den verbannten Rendered Monster mit verschiedenen Namen, wessen Level gleich oder welchen Level gleich den Level von den gezeigten Monster ist in verdeckter Verteidigungsposition. Und Attribute alle verdeckte Verteidigungsposition Monster auch nachdem, dann beschwöre das Ritualmonster als Ritualbeschwörung von der Hand. Und man muss, es muss möglich sein, eine Ritualbeschwörung zu machen, um diese Karte überhaupt zu aktivieren. Und da sind halt noch da die ganzen seltenen Stufen, die wir so kommen werden. Ultras, Magna, Rocket, Drache, Super Rares sind Altergeist, Metaphys, also Altergeist, Silvitos, Metaphys, Executor, Subterra, Behemoth, Feindes. Oh, das neue Link-Monster, glaube ich. Und da kommen jetzt ein paar Crawler und so weiter, World Legacy, Vendred, Lunar Light. Hier kommt Lunar Light, Kaleido Chick und Crimson Fox. Wow. Es kommt ihr Lunar Light Monster. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und sogar als Common. Das wird einige aufmischen, die werden dann sicherlich das jetzt dann spielen. Okay, und dann haben wir noch ein zweites News, und zwar hier. In OCG ein farbiges Bild vom Odd Eyes Revolution Dragon mit Pendelbereich 12. Schaut zumindest mal heftig aus. So schaut er aus. Hat Fragezeichen, Fragezeichen. Pendulum-Effekt ist, man kann das gerade nicht als Pendulum beschwören, außer Drachen. Also man kann keine Pendel-Monster beschwören außer Drachen. Also ist ein reines Odd-Eyes-Deck vielleicht besser dran. Oder mit vielleicht Blue-Eyes oder irgend sowas dazu mischen. Und der Effekt kann nicht negiert werden. Man kann einen Drache-Fusions-Synchro-Exit-Monster im Friedhof wählen, diese Karte zerstören. Und wenn man das tut, dass diese Karten halt als Spezialbeschwörung beschwören. Der Monster-Effekt ist, es muss entweder als Pendulum-Beschwörung von der Hand beschwört werden oder als Spezialbeschwörung, indem man drei Drachenmonster, einmal Fusion, ein Synchron, ein Exit-Monster als Tribut anbindet. Sehr kompliziert, das ist ja schon fast wie Sarg eigentlich zum Beschwören. Nur der Pendel fehlt doch. Man kann diese Karte abwerfen, dann 500 Lebenspunkte zahlen, ein Level 8. Oder niedriger Drachen-Pendulum-Monster vom Deck in die Hand nehmen. Und diese Karte bekommt 8 an, bekommt Artikan defensiv gleich den Lebenspunkten des Gegners der Hälfte. Also die gleich den Hälfte von den Lebenspunkten des Gegners. Also wenn er 8000 hat, hat er 4000. Das ist Mund. Sehr schön. Und einmal pro Spielzug, man kann die eigenen Lebenspunkte halbieren. Diese Karte ins Deck mischen. Also nein. Alle Karten vom Feld und im Friedhof außer diese Karte ins Deck mischen. Das ist ja mal auch wieder heftig. Blöd ist aber, wenn der dann direkt angreift, dann verliert er wieder
einen Haufen Lebenspunkte. Aber das ist wirklich heftig. Das ist eigentlich auch sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Wenn man da eine gute Hand noch hat, gleich mal ein OTK hinsetzen. Okay, das war's mit den ganzen Yu-Gi-Oh! News und bis zum nächsten Mal. Hier sind dann noch ein paar andere News, falls ihr interessiert ist. Und ciao, ciao.